Theologie ist die Frage nach Gott und der Welt. Es ist das Fragen nach dem, was die christliche Botschaft, was die biblische Botschaft von Gott und seiner Geschichte mit den Menschen zu einer heute bedeutsamen, zu einer heute relevanten Botschaft macht. Für die Gestaltung des menschlichen Lebens, für jede einzelne Lebensgeschichte, wie für die Entwicklung unserer Gesellschaft, wie auf die Zukunft sozusagen der ganzen Weltgesellschaft. Das Besondere in Münster ist ja, dass die Uni über die ganze Stadt zerstreut ist, aber die Theologie sitzt mittendrin. Wir haben mitten auf dem Campus die Petrikirche, die auch die Keimzelle der Universität ist in der Geschichte, und direkt nebenan ist die Theologische Fakultät. Also sicher ist die Tatsache, dass Münster die mit großem Abstand größte theologische Fakultät nicht nur in Deutschland, sondern überhaupt ist, außerhalb Roms, insofern einen Standortvorteil, als wir eben wirklich eine große Vielfalt bieten können. Wenn ich halt an einer relativ kleinen Fakultät vielleicht eine Veranstaltung habe, die ich in einem bestimmten Fach machen kann in einem Semester, habe ich hier bei uns halt vielleicht fünf und kann entsprechend eben auswählen, je nach Dozent, je nach Thema. Also ich habe, denke ich, viele Möglichkeiten. Ja, man kann viele verschiedene Studiengänge absolvieren in der Theologie, die zu verschiedenen Abschlüssen führen. Zum einen die Studiengänge, die zum Lehramt führen, in den unterschiedlichen Stufen, von der Grundschule bis zum Gymnasium. Und zum anderen die theologischen Vollstudiengänge, die zum Magister Theologie führen. Wir brauchen natürlich, um vernünftig Theologie machen zu können, auf dem Niveau, das wir einfach auch haben wollen, die Sprachen. Das sind bei uns eben Latein, Griechisch und Hebräisch. Das ist dann noch von Studiengang zu Studiengang verschieden, wie viele dieser Sprachen und in welcher Intensität man die eben dann lernen muss. Grundsätzlich ist es aber sicher so, wer ein Vollstudium macht, wird mit allen diesen drei Sprachen in Berührung kommen. Man kann bei uns die Sprachen allerdings auch erwerben, also man muss die nicht vorher schon mitbringen. In den Vorlesungen ist es so, man hört sich eben die Ausführungen des Professors oder der Professorin an und muss dann eben für die Prüfungen, die anstehen, das selbst natürlich nachbereiten und eben die Themen zu durchdringen. Bei den Seminaren ist es vorwiegend so, dass man eben Referate hält, sich mit den Themen eher alleine auseinandersetzt und dann mit den anderen ins Gespräch und in die Diskussion kommt. Das ist für uns total schwierig. Das ist auf jeden Fall auch das, was meiner Meinung nach Theologie auszeichnet, dass also es hier man nicht auch nur über Sachen diskutiert, sondern das geht einen persönlich an. Und darum ist, denke ich, die Diskussionsfreude noch mal umso höher. Also viel lernt man dann eben in der Diskussion. Es ist die Grundlage, holt man sich dadurch, dass man Texte liest, dass man sie durchdenkt, dass man Dinge hinterfragt, aber im Grunde genommen festigt sich das, also jedenfalls ist es bei mir so. Also grundsätzlich ist einfach das Klima an der Fakultät so persönlich und so freundlich, dass man sehr schnell aufgenommen wird. Also man lernt wahnsinnig schnell Leute kennen, die einem sehr offen gegenüber begegnen, sowohl eben bei den Leuten, die dort arbeiten, die Dozentinnen und Dozenten, Professorinnen und Professoren, aber eben auch unter den Kommilitonen kann man immer gute Gespräche führen und auch mit persönlichen Fragen oder Problemen immer Anlaufstellen finden. Und ergänzt wird das Ganze eben für uns Lehramtsstudierende durch das Mentorat, was in der Hochschulgemeinde zu finden ist, wo eben durch das Bistum eine Begleitung sichergestellt wird, wo man Beratungsgespräche führen kann, die auch nicht bewertet werden, sondern einfach eine Hilfestellung, wenn man eben die Fragen hat, ja, wenn ich dann als Religionslehrerin vor der Klasse stehe, aber gerade totale Probleme mit meinem Glauben und mit der Kirche habe, wie kann ich damit umgehen? Da gibt es sehr viele Möglichkeiten, aber man muss eben offen auch selbst das ansprechen. Es kann sich jeder einschreiben, also es wird nicht gefragt, was einer glaubt, der sich einschreibt. Das ist keine Zulassungsbedingung. Es ist aber ein konfessionsgebundenes Fach, das schon. Also insofern unterscheidet sich die Theologie von der Religionswissenschaft. Wir betreiben Theologie eben aus diesem Blickwinkel von Leuten, die selber eben auch im christlichen Glauben verwurzelt sind. Gleichzeitig aber natürlich immer mit dem Anspruch, dass das, was wir da tun, allen Menschen irgendwie vermittelbar sein muss. Insofern kann jeder, der grundsätzlich ein Interesse an diesen Fragestellungen hat, auch Theologie studieren.
Wir machen die Studierenden immer darauf aufmerksam, wenn sie anfangen, dass sie damit rechnen sollen, verunsichert zu werden. Das Theologiestudium ist das Befragen des Glaubens und die Frage nach der Glaubensbegründung und die Auseinandersetzung mit Argumenten für und gegen. Und das heißt, es würde sicherlich etwas schieflaufen, wenn man einfach in seinem, ich sage es jetzt mal ein bisschen vereinfacht, in seinem Kinderglauben bestätigt würde an der Universität. Es braucht sozusagen das Durcharbeiten und das Durchdringen. Und das ist anstrengend. Also ich denke, es gibt keinen Theologiestudium, in dem nicht irgendwann mal an die Grenze seines Glaubens kommt und sozusagen da steht und sagt, okay, jetzt habe ich, es zerbricht gerade was vorher selbstverständlich für mich war. Das würde ich aber noch nicht mal so sehr als Problem sehen, sondern das ist eigentlich eine unglaubliche Bereicherung. Man wird dadurch auch ein Stück reifer. Gegenstand ist ja nicht nur der Glaube. Im Breiten der Theologie merkt man eben, dass es ja die unterschiedlichsten Fragen und Themengebiete auch gibt. Also die Auseinandersetzung mit der Bibel ist, ja, da lernt man auch einfach sprachliche Methoden. In der Kirchengeschichte stehen natürlich historische Methoden im Vordergrund und in der systematischen vielleicht eher philosophische Auseinandersetzungsmöglichkeiten. In der praktischen dann die sozialwissenschaftlichen Möglichkeiten oder eben im Kirchenrecht juristische Methoden. Das ist ja das Schöne an der Theologie, dass wir ein so vielfältiges Wissens- und Forschungsgebiet bespielen in dieser in sich sehr differenzierten Wissenschaft, dass da auch sehr unterschiedliche Kompetenzen entwickelt und gestärkt werden können. Und etwas, was Theologen sicherlich sehr gut lernen können im Laufe ihres Studiums, ist eben Sachfragen mit Fragen, die Menschen bewegen, Beziehungsfragen in Verbindung zu bringen. Und sehr viele von unseren Studierenden, glaube ich, entwickeln da große Kompetenzen. Die große Chance im Studium oder dieser Pluspunkt, den ich so auch nur in der Theologie erlebe, ist, dass es einfach um einen selbst geht, um diesen Glauben, den man vielleicht mitbringt, aber vor allen Dingen um die Fragen, die einen betreffen, um die Frage, was für ein Menschenbild habe ich überhaupt und die Fragen, welche Fragen stellen sich in meinem Glauben, welche Fragen stellen sich einfach in meinem Leben. Und diese Auseinandersetzung in der Theologie, da geht es vorwiegend eben auch um mich. Und das erlebe ich in keiner anderen Fachwissenschaft so wie hier.